So, Moni, Markus. Also ich finde ja, Flyer ist wieder schön geworden, ne, für unsere MCW-Einladung. Auf jeden Fall. Schaut cool aus, gell? Und sieht wieder richtig schöne Angebote, die auch drin, gell? Der ist schon wieder im Verkaufsmodus. Ja, aber da jetzt, muss richtig Mühe geben. Markus, aufpassen, ne? Ich habe mich ja fast verschrieben, ne, an der Tafel. Freistaat TV heute. Ja. Wir haben ja bald unsere Mega-Carbining-Woche. Müssen den Einladungsflyer präsentieren. Mhm. Wie machen wir das jetzt? Sollen wir so machen, dass wir vielleicht ja zu die Fahrzeuge hingehen, was ein Top-Angebot ist in die verschiedenen Firmen? Ja, aber wenn es Top-Angebote, dann hat die nur der Markus bei sich. Ne? Echt? Genau, ein bisschen aufpassen. Ich finde das also nochmal richtig, richtig cool. Ne? 10% bei dir, Moni, ne? Im Shop. Geile Aktion. Und mit unserer super Freistaat-Club-Karte hast du sogar wieder plus 3, also 13%. Ja. Und ein paar besondere Highlights haben wir ja auch noch. Aber ich finde das super, ne? Da haben sich meine Eltern wieder richtig hübsch gemacht. Ne? Hast du das gesehen? Oh, ja, voll schön. Wahnsinn, ne? Voll schön. Frisur sitzt beim Vater, gell? Dann kriege ich wieder Ärger. Ne? Jetzt schauen wir mal Angebote. Also, was ihr unbedingt machen müsst, Brownie, schau mal, geh mal so auf die Glücksseite. Das ist ein richtig cooles Angebot von Pössl. Mhm. Nämlich der Summit 600R Plus, mhm. Ne? Ein tolles Konzept, ne? Hat da für 52.000 Euro 10 Stück kurzfristig lieferbar. Oh. Das hast du nicht. Nee, das habe ich nicht. Das ist klasse, ja? Der steht schon unten in der Ausstellung, könnt ihr nachher vorbeigehen. Ne? Den müsst ihr zeigen, das ist super. Und den einen oder anderen netten Mercedes V-Klasse, ne? Campstar und Vanstar, vielleicht auch ganz interessant. Mhm. Sogar mit Allrad, oder? Da sind welche mit Allrad dabei, ja? Das ist ja dein, Spezialgebiet. Ne? Die nehmen wir alles weg. Aber Markus, schau her. Jetzt kommt das Hümerzentrum Sulzimos, darf auch wieder bei der Mega-Caravan-Woche dabei sein. Ne? Was hast du denn Schönes? Hier, deutschlandweit gibt es halt nur einen einzigen MLT 570 Experience. Und der steht während der Mega-Caravan-Woche bei uns im Hümerzentrum. Ist nämlich ein richtig schönes Modell geworden. Der hat das neue Möbeldesign. Als Freistaat Edition haben wir den mal wieder kreiert für 119.900, ist sogar mit 3,5 Tonnen zu fahren. Oder natürlich unser Freistaat Edition Allrad, haben wir alles da zur Mega-Caravan-Woche. Sogar den neuen Touring-Wohnwagen, gell? Heißt immer, Hümer hat keine Wohnwagen, aber natürlich haben wir Wohnwagen. Die Marke Eriba hat einen Touring mit einem Aufstelldach, das ist auch Premiere, das hat es sonst noch nie gegeben, wird somit auch zum Vierschläfer. Also die haben da auch immer wieder ganz neue, tolle Ideen. Und auch Kastenwagen jetzt mit dem neuen Stehwelt. Aber stopp. Hast du auch überhaupt ein gutes Angebot bei den Eriba Touring? Ja, klar. Also das ist ja, die sind mittlerweile, kosten die auch richtig Geld, muss man auch dazu sagen. Aber ja, da haben wir auch tolle Abverkaufsangebote selbstverständlich da. Nur bei uns das Wahnsinns-Messepaket. Genau. Brownie, was heißt das schon wieder? Einsteigermarke Carrado und Etrusco. Machen wir ganz tolle Aktionen. Da gibt es das Messepaket. Viele Kunden und auch Moni hat uns da inspiriert, muss man auch dazu sagen. Wenn ich einmal durch den Shop gehe und die Moni trifft, kommt man natürlich gleich mit Ideen raus. Darum haben wir hier das Messepaket auch mit der EcoFlow. Sehr beliebt, weil viele sagen, Mensch, Wechselrichter fest verbaut und so weiter. Nimmt viel Platz weg, ist unflexibel. Ich möchte auch mal beim Frühstück draußen den Strom haben oder die Kaffeemaschine. Moni hat mich überzeugt. Jetzt gibt es für alle Kunden EcoFlow geschenkt. Solaranlage, wo man vorne in die Windschutzscheibe reinschauen kann. Geschenkt 3.000 Euro, oben drauf geklickt, auch noch geschenkt, Navi, Rückfahrkamera. Stopp. Also. Ich auch mal was und die Moni ist mit schuldig. Das Moni sieht man mal wieder, gell, die Frauen. Ja, müssen wir noch mal drüber reden, ne? Kann sie noch nicht. Also, komm, lass uns weiterschauen. Und Etrusco natürlich auch, nein, Bella Italia. Geh mal lieber zur Firma Zellerer. Ne? Und Markus, da musst du die Brille aufziehen, das ist super, ne? Und zwar der Apero 465 TG Fernweh Edition. Und Markus, ne? Das ist der neue Apero Connect. Okay. Der steht, der ist schon da, der Wohnwagen. Ne? Bitte, den schaut ihr euch unbedingt bei Zellerer auch an. Das ist meiner Meinung nach auch ein Highlight. Ne? Dann die schönen
Klopka, Kastenwagen, Leica. Leica ist auch. Der Leica auch. Also das, ne, ist wirklich, wow, musst du mal anschauen. Den Lineo T von Bürstner, auch als Freistaat-Edition, den hat er auch schon da. Mhm. Also, ist auch sensationell, das Preis-Leistungs-Verhältnis mit, ja? Und das aus deinem Munde. Nee, Fahrzeuge unter 70.000 wow. Euro. Das ist richtig, gell? Das ist mittlerweile schon wieder eine Ansage. Ja. Hat man lange nicht. Und 10 Jahre Tüchtigkeitsgarantie bei Bürstner. Gibt es das bei Hümer auch? Nee, gell? Ja, ein bisschen weniger. Ja, klasse, aber da geht es ja zu CRM rüber und schaut euch ganz kurz den Bürstner an. Ne? Mhm. Und Firma Hochstädter, ne? Das fand ich ganz klasse. Traumurlaub mit Urlaubsgeld sparen. Boah, das sind ja richtige Beträge. Da bin ich ja mal gespannt. Ne? Urlaubsgeld 7.000 Euro und top, 10.000 Euro. Oh, ja, ja. Du, da brauchst du auch so viel für den Urlaub. Da kannst du ja 2 Urlaube machen. Ist ja Wahnsinn. Ja, und auch viele Fahrzeuge ist sofort verfügbar. Gell? Moni, ne? Da auch bitte bei Hochstädter mal nachhaken, was die damit meinen. Ne? Ja, Malibu macht da auch mit Urlaubsgeld, nicht nur Karthago. Ne? Klasse. Und die schönen Freistaat-Editionen von Hobby. Mit Vorzeit, mit TV. Mhm. USB-Doppel-Ladesteckdosen, das brauchst du heutzutage auch, gell? Autarkpaket, nee, super. So, Moni, die letzte Seite ist immer deine Seite, ne? Die kommt zuletzt. Freistaat Megastore, 10% hat man schon. Was hast du denn für tolle Angebote? Einen ganz tollen Bollerwagen mit Dach. Nee, Wäschespinne braucht man immer. Da liegt sonst dein Mann immer drin, oder? Beim Vatertag. Schön großer Markus. Hält er das aus? 75 Kilo. 75 Euro. Gut, schwierig jetzt. Einen ganz tollen Tisch haben wir natürlich noch. Und auch von Karatec ein Tuner, DVB, mit Player haben wir natürlich auch einen ganz tollen Preis. Mit Smart Weitwinkel TV. Ja. Dass man aus verschiedenen Blickwinkeln sehr gut drauf gucken kann. Ne? Ja, also wichtig, ne? Shop auch ein bisschen was machen. Ne? Die Messeöffnungszeiten nicht vergessen, ne? Dass wir da wieder Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr haben und vor allem Sonntag. Ist uns ja auch langweilig, ne? Von 10 bis 16 Uhr, ne? Dass die Leute ja auf alle Fälle auch sonntags vorbeikommen können, ja. Und ja, bei dir im Shop stöbern, ja. Bis dann andere Schnäppchen machen oder bei dir Fahrzeuge angucken. Genau, soll ich eigentlich noch, nur was wir noch vergessen haben, Toni hat doch mit Sicherheit Schmankerl, also ich würde da noch ganz zum Probeessen schnell rüber. Hier geht es immer nur ums Futter. Ne? Der Toni, ja, der wird... Das machen wir jetzt gleich im Anschluss machen. Aber der hat heute hat er frei, der Toni. Heute gibt es nichts zum Futter. Aber es gibt mit Sicherheit wieder. Aber der Toni hat wieder seine Barbecue-Station aufgebaut. Ne? Der Rudi ist da, unser Coffee-Bike, der einen leckeren Cappuccino macht. 8.3. bis 17.3. auch an den Sonntagen geöffnet. Einfach nochmal betonen und dann haben wir Spaß alle zusammen. So, und jetzt... Super, jetzt geht ihr mal kurz rum. Gehen wir mal rum. Herzlich willkommen, nicht vergessen, ne, zu Freistaat TV, ganz wichtig. Und dann sind wir durch. Dann tue ich jetzt wieder was und ihr dreht es anständig. Ja. Das müssen wir auch noch mitnehmen. Ja, genau. So, und nicht so viel Zeit verplempern. Nee, nee, zackig, zackig. Mit dem Moni geht das jetzt so zackig. Bis später. Ne? Ciao. So, Markus. So. Ich glaube, das ist schon der erste, oder? Das ist der 600R Plus, das ist das Wahnsinns-Messi-Angebot, oder? Für ja. 51,9. Müssen wir mal kurz reinblicken. Also als alter Hümer-Verkäufer war ja da richtig neidisch, weil der innen drin sehr, sehr schick ist, auch mit der indirekten Beleuchtung, mit dem Rahmen am Fenster. Ist ein und richtig der tolles Auto. Wenn von beiden Seiten aufgeht, das finde ich klasse. Da war ich neidisch. Und das für 51,9. Übrigens steht jetzt schon da, gell? Liebe ja. Freistaat TV-Freunde, in der Glückhalle könnt ihr den jetzt schon anschauen und sind, glaube ich, nur 10 Fahrzeuge zu diesem genau. Preis, oder? Ja. Oder die ersten 10 Fahrzeuge. 10. Ja. Du hast Preis da deinen Daumen drauf. Ja, genau, da steht es sogar. Also schnell sein lohnt sich in diesem Fall. Aber es sind ja auch noch ganz tolle andere Fahrzeuge da, gell? Ja, gerade wo also, der Thomas noch gesagt hat, die schöne V-Klassen. Ja, ganz riesen Auswahl hier drin. Twin RS. Muss man schon sagen, boah.
Aber dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter, oder? Da schauen wir mal weiter, ja. So, jetzt gehen wir so Richtung Hümerzentrum, Moni. Eigentlich müssten wir jetzt noch beim Toni vorbei, im Freistadt-Bistro. Ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich schon ein bisschen Hunger, gell? Schaut euch das schöne Bistro, da haben wir dann auch ein kleines Zelt. Und da gibt es dann auch die Schmankerl, auch natürlich am Sonntag geöffnet. Ist ja für viele auch wichtig, dass man sich vom Verkäufer dann ein bisschen erholen kann, gell, Moni? Ja, wir sind doch alle so nett. Wir sind nett. Oh, da ist übrigens auch so ein Messe-Highlight. Das haben wir für 64.900. Das ist der Etrusco Renault. Müssen wir noch kurz vorne hin. Den haben wir erst kürzlich auf Freistaat TV auch vorgestellt. Vielleicht machen wir da auch sogar noch gleich Schmankerl. Aktuell steht da eine Einladung für 64.900. Aber schauen wir mal, was wir da noch machen können. Markus, was ist denn das hier? Cool, das ist ja meine Farbe. Mein Grün. Das Venture S steht natürlich auch da. Ist jetzt unser, dauerhaft auch da. Also der ist jetzt in die Serie gegangen. Ein Freistaat rennt, neuer Katalog ist fertig. An dieser Stelle auch. Hier ist richtig schön geworden, Riesenauswahl. Findet ihr sonst nirgends in ganz Bayern oder in ganz Deutschland so eine Riesenauswahl. So, jetzt sind wir beim Hümerzentrum. Das Messe-Highlight steht schon da. Es gibt nur einen in Deutschland. Wo steht er? In Sulzimos. Bei der Mega-Caravaning-Woche natürlich auch. Müssen wir schnell reinlinsen. Moni, komm mit. Der ist richtig schön. Das ist der Hümer MLT 570 Experience. Haben wir als Freistaat Edition. Kann man mit 3,5 Tonnen gut fahren. Oder mit 4,1 Tonnen und volle Hütte. Geht alles. Den haben wir als Freistaat Edition für 119.900. In dieser tollen Ausstattung. Kann man auch so Sachen einhängen dann. Wie Lampen oder sonstige Utensilien. Ist natürlich was für Frauen. Also jetzt muss ich schon mal sagen, Markus, der ist ja echt toll. Ja. Also es ist gleich wohnlich, gemütlich. Natürlich das mit der Holzoptik, das gefällt mir sowieso so gut. Aber auch hinten der Schlafbereich. Da muss ich mal mit dem Thomas reden, ob ich Gehaltserhöhung kriege. Dann kann ich mir den auch kaufen. Den haben wir übrigens nächstes Jahr auch in Freistaat rennt. Die Geli Zandt hat auch gesagt, der ist so schön, müssen wir ein Freistaat-Rent mit aufnehmen. Also, das ist echt toll. Aber jetzt müssen wir mal noch weiter, Moni, auch wenn du begeistert bist. Weil sonst sagt der Thomas wieder, wir machen Schlechtwerbung für Hümer. Was ist denn das nicht Schnuckeliges? Das ist der Eriba Touring. Klassiker, wo auch immer geht. Das ist übrigens das, was mit Aufstelldach dann kommt. So, jetzt gehen wir mal weiter zu Zellerer, CRM, Bürstner, Leica, die haben ja immer auch ganz tolle Sachen. Und vor allem jetzt laufen wir an den Leica-Fahrzeugen vorbei. Da war ich auch immer richtig neidisch. Leica sind ja praktisch so, kommen aus dem gleichen Werk wie Etrusco, sind aber so Luxusfahrzeuge eher, innen durchdesignt. Also richtig schönes italienisches Design. Da wurde immer auch richtig neidisch. Also die sind mittlerweile sowas von schön geworden. Da haben wir auch schon den Fendt. Den müssen wir dringend anschauen. So, die Moni steht schon im schönen Apero. Auch den haben wir als Freistaat Edition, als Fernweh Edition genau genommen. Für 29,9 und für 34,95 steht alles schon schön da. Wahrscheinlich schon vorbereitet für die Messe. Schönes Fahrzeug. Schöner Wohnwagen, so muss ich sagen. Schöner Wohnwagen. Also könntest du ausstatten, Moni. Ja. Gell? Spickeln wir noch kurz in so einen schönen Leica. Weil das sind wirklich tolle Fahrzeuge. Richtig schönes, gell? Also wenn man da so reinspickelt, sieht richtig toll aus, muss man wirklich sagen. Sind sehr hochwertige Fahrzeuge aus St. Casciano. Hast du sowas auch in der Vermietung? Sowas haben wir auch in der Vermietung. Ah, ja. Also Freistaat-Rente ist ja recht breit aufgestellt. Wir haben vom Kastenwagen bis hin zum Liner mehr oder weniger eigentlich alles. Schöne Creos i steht auch schon da. So, jetzt schauen wir mal noch zum Bürstner Lineo, das sind auch alles tolle Angebote. Auch unter 70.000, wie wir vorher gesehen haben. Der kostet 69,9. Schauen wir mal. Bürstner Lineo T620 war das 69,9 Angebot. Das ist der hier auch. Schaut, schön Freistaat aktiv. Auch wieder unser eigenes Sondermodell. Schau, unsere Spezialität. Auch schön. Gell? Für zwei Personen. Genau richtig. Ja. Deutlich unter 7 Meter, schmales Konzept. Ja. Muss man echt sagen, richtig, richtig schönes Fahrzeug. Den gibt es als 620 und Lineo 690. Da sind noch die alten Preise dran. Das wird alles natürlich noch umgepriesen. Da sieht man nämlich,
dass wir wirklich tolle Angebote nur zur Messe haben. Also das lohnt sich, dass er vorbeikommt, oder? Jetzt so schau. Ich finde das Bild immer so gigantisch. Ja, Riesenauswahl. Da steht. Wird da auch schon fleißig geschrubbt. Wahnsinn. Wenn man da runterschaut, dass die ganzen Fahrzeuge dann auch sauber sind, sauber dastehen, ist auch immer wichtig und die Neuheiten eingebaut werden. Ja, wenn ich da runterschaue, auch viele Malibu sind schon da. Auch die ganze Reihe. So viel Malibu haben wir, glaube ich, noch nie da gehabt. Fällt mir gerade auf. Aufstelldach ist auch immer sehr beliebt. Aufstelldach ist sehr beliebt, ja. Ja, Malibu ist auch sehr eine beliebte Marke, muss man dazu sagen. Bauen auch recht schöne Fahrzeuge, auch moderner innen drin. Malibu gehört ja auch zur Carthago-Gruppe, ist ja eine Company von Carthago. Okay. Und original Carthago steht mit Sicherheit hier drin auch. Da gibt es ja auch das Wahnsinns-Messe-Angebot, was wir hier im Flyer gesehen haben. Bis zu, wie viel kann man sparen? 10.000 Euro. Wie wir sehen, ist Firma Hofstädt auch gerade mit dabei, da umzubauen. Hier drin stehen noch die Malibu. Jetzt schauen wir mal schnell. Da vorne entdecke ich schon der erste Carthago. Da können wir gleich den Spezialist fragen. Gibt es für die Fahrzeuge dann den riesen Nachlass? 10.000 Euro. Bis zu 10.000 Euro Urlaubsgeld können wir bei den Fahrzeugen noch on top. Noch on top? On top. Okay. Das ist ja richtig geil. Da war die neidisch. Wo habt ihr so viel Geld her? Das ist einzigartig, einmalig bei sowas. Wird das bezuschusst auch von Carthago, oder? Wir hoffen es. Okay. Also ist die Gelegenheit gut, oder? Mega Caravaning-Woche auf zur Firma Hofstädter. Die Gelegenheit ist wirklich einmalig. Wenn man jetzt da unsere Traumpreise quasi mal nimmt und dann bekomme ich nochmal diese Ersparnis bis zu den 10.000 Euro on top. Wahnsinn. Okay, das glaube ich gar nicht. Das ist jetzt so ein Sonderpreis schon. Mhm. Der kostet ja 235, ist schon reduziert auf 209 und dann nochmal runter. Genau. Boah. Okay. Und das auf so edle Fahrzeuge. Also Carthago, das sind richtig ja, Luxusfahrzeuge, muss man dazu sagen. Malibu ist ein bisschen drunter, aber auf Malibu gibt es es auch. Da haben wir bis zu 7.000 Euro nochmal das Urlaubsgeld on top, wo man auch nochmal das Geld dann sparen kann beim Kauf von Malibu. Okay. Boah, da seht ihr, also Firma Hofstädter hat richtig aufgefahren, da lohnt sich der weiteste Weg. Also ich würde dieses Jahr vielleicht bei der Firma Hofstädter mal anfangen, wenn ich Kunde wäre, weil da gibt es richtig gute Angebote. Wie ist es mit der Verfügbarkeit, auch sehr viele Fahrzeuge verfügbar? Wir haben schöne Lagerfahrzeuge und alles, was wir die Saison noch quasi abrufen können, kann man bei der MCW in der Zeit einfach den Preis sich nochmal sparen dann, genau. Auch für Neufahrzeuge, wo noch nicht gebaut sind, gibt es das? Die, wo wir diese Saison noch liefern können, ausliefern können, da kriegen wir den Preis noch hin, genau. Boah, Markus, können wir das rausschneiden? Also ihr seht, Top-Angebote bei der Firma Hofstädter. Hobby haben wir jetzt hier keinen drin. Hobby gibt es noch, LMC gibt es tolle Angebote. Und Wohnwagen müssen wir noch schnell da runterschauen, da ist auch eine Riesenauswahl. Ja, Hobby ist ja auch eine riesige Wohnwagenmarke. Da haben wir, wie man da unten sieht, auch sehr, sehr viele Hobby-Wohnwagen da. Und auch da haben wir sensationelle Angebote. Da ab 27.990 Freistaat Edition 495 UL. Es müsste eigentlich einer von den günstigsten Wohnwagen sein, wo wir hier im Freistaat haben. Also auch das lohnt sich, dass er hier zur Firma Hofstädter kommt. Ja, und wenn ihr euch jetzt nicht auskennt, wo wer genau ist, haben wir natürlich unsere Mädels vorne an der Info. Mhm. Oder am besten einfach vorne anfangen und einmal durchgehen. Irgendwo bleibt man immer hängen. Genau, wir haben ja auch Sonderparkplätze während unserer Mega-Caravaning-Woche. Schaffen wir auch sehr viele Parkplätze, dass ihr nicht weite Wege habt und laufen müsst. Das unten wird dann alles leergeräumt da drüben bei der Werkstatt, sodass ihr fast vor der Haustüre parken könnt. Ist auch sehr wichtig. Genau. Und die Öffnungszeiten sage ich auch gerne nochmal. Von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr haben wir offen. Und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr sind wir auch da. Genau. Zu futtern gibt es auch immer was, auch am Sonntag noch. Gell? Ja, irgendwann hat man Hunger. Und sind sehr viele Neuheiten da. Schon ruhige, familiäre Atmosphäre. Kann man nicht so vergleichen wie eine Messe. Aber es ist eben noch mehr da wie auf einer Messe. Das ist der große Unterschied. Aber der Messestress fehlt. Ist ruhige, schöne, familiäre Atmosphäre, muss man dazu sagen. Dann würde ich sagen, wir freuen uns, wenn er vorbeikommt. Ja, und nimmt den weitesten Weg auf euch. Ja. Wir sind da, wir freuen uns auf euch. Tja, eure Moni und Markus. Tschüss, dann bis zur Mega-Caravaning-Woche. Jule!
Texte.